Zu, dass die Vorstellungskräfte der übereinstimmenden Subjekte eine zumindest ähnliche Bildung erfahren haben. Die Geltung des Geschmacksurteils ist deshalb historisch und kulturell begrenzt. War doch nicht schwer, oder? Kapitel 2. Allgemein heißt Einbildungskraft oder Fantasie die Kraft bzw. Fähigkeit, sich etwas vorzustellen, das nicht sinnlich an. Spezieller meint Einbildungskraft das Vermögen, ein Bild zu erzeugen. Auf Lateinisch heißt das Imago. Die Vorstellung des Abwesenden geschieht in Form eines Bildes. In der Ästhetik bedeutet Einbildungskraft das Vermögen des Dichtens, des schöpferischen Umformens eines gegebenen Materials zu einer nicht wirklichen neuen Welt. Ausgehend vom ästhetischen Sinn der Einbildungskraft als freiem, schöpferischem Vermögen, wird die Einbildungskraft auch als Fähigkeit aufgefasst. Jungs, hört euch das mal an. Ein verrücktes Wissenschaftler-Ehepaar verschwand vor circa 3 Monaten. Sie wurden aus ihrem Labor entlassen, da sie sich experimentell in verbotenen Bereichen versuchten. Es hieß, sie haben versucht, verschiedene Gene aus tierischen Wesen mit menschlichen zu vereinen. Der Untersuchungsausschuss des Instituts hat nun seinen Bericht vorgelegt. Die Bergers galten als verschlossen und von ihrer Arbeit besessen. Sollten sie tatsächlich Versuche an sich selbst durchgeführt haben, wäre dies ein Skandal. Gefundene Versuchsprotokolle legen diesen Verdacht nahe. Fritz, hör doch mal. Moment, Sie reden gerade über Einbildungskraft und Realität. Letzte Woche war doch Massenhalluzination und das die Fortsetzung. Materie schon hinweggewälzt von den Sinnen und das Objekt entfernt sich von uns, das wir in den tierischen Sinnen unmittelbar berühren. So, ich hoffe, das war jetzt aufschlussreich. Bevor wir jetzt in das Kapitel 3 gehen, gibt es hier erstmal ein bisschen Musik. Nochmal, verrückte Wissenschaftler verschwinden nach verbotenen Experimenten? Ja, aber das ist noch nicht alles. Sie verschwanden vor circa 3 Monaten. Zuletzt wurden sie in der Umgebung des Loitzer Waldes gesehen. Hier. Eine Spur von Wolfgang und Judith Berger konnte bisher nicht gefunden werden. Ey, das ist nicht weit von hier, wenn ich mich nicht irre. Was sie wohl für Versuche gemacht haben. Strange Story. Was meinst du? Bestimmt haben die Mutanten gezeugt. Ein Wolfsmenschen oder so. Warte mal, da ist doch irgendwas gewesen. Ihr solltet euch da jetzt nicht so reinsteigern. Ich meine, wir haben nur noch andere spannende Sachen, die wir gerade untersuchen. Zum Beispiel...
Na, zum Beispiel die neu entstandenen Kornkreise in Polen. Oh, Bernd, du bist so derbe langweilig. Du würdest lieber über Kornkreise reden, als über das mysteriöse Verschwinden von zwei verrückten Wissenschaftlern? Die Tiergene mit menschlichen vereinen wollten? Ich meine, kranker und mysteriöser kann es doch gar nicht werden. Ey, Ben, was meinst du denn? Ich meine, die neuen UFO-Nachrichten, das ist doch mysteriös. Ben, was meinst du denn? Ben, sag doch mal was. Ach, Bernd. Die ganzen UFO-Geschichten haben mich noch nie wirklich interessiert. Das ist mir alles irgendwie nicht irdisch genug. Lass mich Radio hören. Wie der Fantasie etwas Unwillkürliches zugrunde. Auch in der ästhetischen Reflexion ist die eigentliche Kraft. Wusste ich's doch. Hier, erinnerst du dich noch an den Bericht, den du mir vor ein paar Wochen gegeben hast? Ein verlassenes Haus wird mehrfach wegen Lärmbelästigung bei der Loitzer Polizei gemeldet. Im Loitzer Wald spukt es, würden die Einwohner sagen, die schon mehrmals das Haus am Tal Weg 4 bei der Polizei meldeten. Immer wieder seien merkwürdige Geräusche vom Grundstück zu hören. Doch da das Haus schon seit mehreren Jahren noch unbewohnt ist, hat die Polizei Schwierigkeiten in diesem Fall aufzuklären gefunden. Laut Polizeiangaben seien es wohl junge Kids, die das Haus als versteckte Hütte oder raus. Aber was sagen die anderen, das Haus nicht mehr bewohnt? Er sei laut seiner Tochter Hilde Stein ins Ausland verschwunden. Er war schon immer ein wenig verrückt in der Birne und schreibt Dinge, die keinen Sinn hatten, sagt sie. Das Haus sei schon mehrfach bei der Polizei gemeldet worden wegen merkwürdiger Geräusche. Da jedoch niemand anzutreffen ist, wird die Untersuchung fallen gelassen. Ja, ich erinnere mich. Aus regionalen Zeitungen meiner Oma. Meinst du nicht auch, wir sollten das Haus mal besuchen? Ich weiß nicht. Wenn es um Abenteuer geht, bin ich ja nicht so der Typ dafür. Bin ich ja nicht so der Typ dafür. Willst du mich verarschen? Du kommst auf jeden Fall mit. Das ist unser neues Projekt. Endlich kommen wir mal dazu, etwas hands-on zu untersuchen. Nicht nur Artikel und Bücher lesen. Das ist doch eine Chance. Eine Chance auf was denn? Ich stimme Fritz zu und Ben bestimmt auch, oder, Ben? Hä? Ja, ich bin dabei. Ich weiß zwar nicht genau, worüber ihr gerade geredet habt, aber ich kann auch nochmal frische Luft vertragen. Aber echt, nur mal gucken, ja? Ich hab da keinen Bock drauf, dass Ben oder Fritz wieder irgendeine Scheiße bauen. Ich schaff's irgendwie immer Mist zu bauen, da hab ich keine Lust mehr zu, echt. Okay, Fritz, du hast keine Scheiße und pass auf Ben auf. Ja, geht schon in Ordnung. Komm, Ben, geht los und mach die Tür hinter dir zu. Ja, ich komm ja schon. Sicher?
Ich bin müde. Ey, Jungs, ich finde das gerade voll aufregend. Ich meine, es ist zwar nicht viel los, aber irgendwie habe ich so ein Kribbeln im Bauch. Als ob das alles noch interessant werden würde. Wir müssen nur aufpassen, dass Bernd sich nicht in die Hosen pfiff. Haha. Jungs, könnt ihr euch nicht einmal vertragen? Ach komm, ist doch nur Spaß. Lustig. Ich hab Hunger. Ja, ich hab nichts, aber du hättest ja selber noch was mitbringen können. Ich auch nicht. Aber da wir nicht mehr lange leben werden, ist das ja auch egal. Wie meinst du denn das? Ja, wisst ihr nicht? Hier im Wald lebt das Biest der Wissenschaftler. Das fehlgeschlagene Experiment. Hast du was? Nee, Mann, ich hab nix. Kommt, Jungs, lass uns jetzt auch mal weitergehen.